Hallo, 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 weiter geht's mit Server 28. Wirklich nicht? Doch, es geht weiter mit Server 28. Und zwar, es ist 19:57 Uhr, der 10.07.2013 und das ist der nächste Tag. Und zwar Tag Numero, ich muss mal gerade zählen, wann ging er denn online hier? Freitag, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechste Tag schon? Oh mein Gott, was bin ich gut. 6 Tage lang gibt es schon diesen wunderbaren Server, das ist ja unglaublich. In der Zeit habe ich einen Tag gar keine Alu gespielt, denn die restliche Zeit habe ich 27 Alu, Level 27 erreicht, weil das ja unglaublich sexy ist. Und somit sind wir mit einem Sammelalbum von 34,41% hoffentlich gut dabei. Ich schaue mal in die Gilde hinein und hier sehen wir, okay, es ist einiges passiert, beziehungsweise meine E-Mail ist nun validiert. Ich kann spenden, das werde ich auch gleich machen. Ich habe ja einiges an Gold noch zusammengefarmt. Die 300 Alu sind fertig gespielt. Vorher werde ich noch im Waffen- und Zauberladen schauen, ob ich hier was finde. Ich habe mir übrigens heute noch zwei Tränke hier geholt. Einmal den 15% Trank Ausdauer, 15% Trank Glück und diesen sogar zweimal, weil es den gerade gab. Und Dankeschön an die 15 Leute, die ich übrigens alle geworben habe. Ich blätter noch einmal, vielleicht finde ich ja noch einen Intelligenztrank. Hier wäre ein kleiner, der ist doch schon mal ein Anfang. Finden wir sonst noch hier brauchbare Intelligenz-Items, die wir vielleicht mitnehmen könnten. Für einen Pilz wollen wir das riskieren, wir nehmen es mal. Wir haben noch die Pilze so dicke sitzen, von daher machen wir das mal. Einmal noch im Waffenladen blättern, vielleicht finden wir hier noch ein brauchbare Items und sonst. Oh, das ist natürlich ein sehr geringes Update. Aber nur sehr klein. Klein, aber feines Update, ne? Sonst haben wir hier nichts, 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 nichts. Bin eigentlich gut dabei. Ich werde jetzt mal so 100 Gold noch spenden. Das ist hoffentlich so gute Anzahl, die ich jetzt reinballern werde. 100. Gold 100 in die Gilde gespendet, sehr schön. 471, zwei Pilze, ich werde mal einen Pilz noch reinspenden. Werde vielleicht mir gleich noch ein paar Videos anschauen, damit ich, oh, Sammelalbum hilft sogar für dieses Ding hier, für die Hühnerkeule bestimmt. Und ich werde etwas skillen. Und zwar werde ich auf jeden Fall ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Glück, Intelligenz, Glück, Ausdauer, alles skillen. Und noch ein bisschen Nebenattribute. Arena-Kampf machen wir auch mal, können ruhig gegen den Flamehunter machen, auf meinen Levelbereich, auf meinen Rangbereich. Aber der sollte normalerweise ohne Probleme liegen. Natürlich 7 Gold für so einen Kollegen bekommen. 7 Gold finden wir unglaublich sexy. Es gibt noch Nebenattribute in der Zeit. Und werden uns dann den Dungeon zulegen. Nochmal vorher die Post geschaut. Test. Hallo Zuschauer, mir ist irgendwie aufgefallen, dass du dich kaum im Chat beteiligst und auf Nachrichten nicht antwortest. Aus diesem Grund wollte ich fragen, ob du mit der Gilde nicht ganz so zufrieden bist, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Alles nur Vermutung, bitte antworten. Wenn du gerade die Let's Play siehst, nein. Ich habe ja vor, samstags jetzt, jeden Samstag ab 15 Uhr, leider, es ging letzten Samstag nicht wegen Computer und so, weil der komplett abgekackt ist, es tut mir leid. Aber ich denke mal, ich werde ab sofort jeden Samstag ab 15 Uhr den Gildenchat zuspammen, beziehungsweise auf jeden Server versuche ich dort aktiv zu sein. Natürlich habe ich nicht 12 Monitore, von daher kann ich nicht überall, aber ich werde das, wenn ich meine 2 Monitore habe, werde ich die Fenster so klein machen, dass ich alles lesen kann und dann werde ich auf jeden Fall mich beteiligen. So ab 15 Uhr, so eine Stunde, halbe Stunde, mal gucken, wie lange ich Zeit habe. Das jeden Samstag jetzt ab 15 Uhr. Das bedeutet, die Leute, die dann in der Gilde sind und so weiter. Zuschauer holt mich nur ein wegen SA. Hammer. Ja, was hast du denn für ein Sammelalbum? Dark? Oh, ich bin ich nein. Dark Motion hat ein Sammelalbum von 16% und ich, ja, wie gesagt, ich habe einen Tag nicht Alu gespielt. Das ist halt auch noch dabei. Und wie gesagt, wenn, dann werde ich den Samstag, jeden Samstag das Ganze machen und ich hoffe mal, dann wird das Ganze schon etwas besser werden. Nein, nicht okay. Aber das ist ziemlich cool. Übrigens, das ist hier die App auf mein iPhone. Dann gibt es auch den Trollololmann. Lololol. Es ist zu genial. Ich liebe diese App, die ist einfach nur lustig. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht irgendwelche Musik einspielen, wo ich kein Copyright habe. Bestimmt, sonst sperrt mich die GEMA noch. Ich sehe es schon kommen. Bestimmt schon, weil der Trollolmann rumgesungen hat. Übrigens, der Trollolmann ist vor einigen Monaten gestorben. Wir trauern auf jeden Fall. Eine Schweigeminute für den. Wollen wir eine Schweigeminute machen? Machen wir am Ende. Macht ihr selber, alles klar. Der Trollolmann. Und somit ist das geklärt, auch mit der wunderbaren Frage. Ich werde jetzt im Dungeon versuchen, hier ein bisschen was umzuhauen. Wie wäre es denn mit der Banshee? Mrs. Banshee, könnten Sie denn vielleicht fallen? Ich möchte gerne Items von Sie. Bitte eine Epic-Waffe. Nein, schade, danke schön. Nein, schade, danke schön. Ja, wunderbar. Das verkaufen wir, bekommt 34 Gold, was wir investieren werden in Skillen. Dann kommt im Dungeon dieser Kollege hier.
Der sieht ziemlich blöd aus, aber den schaffen wir auch. Sammelalbum 34,76. Hihihihi. Der Yeti. Der Yeti, der ist Level 24. Der müsste auffallen. Und wir bekommen eine Epic-Waffe. Wir bekommen eine Epic-Waffe. Die ist wunderbar. Die ist wunderschön. Die nehmen wir dankend an. Und somit werden wir auf jeden Fall noch mehr vernichten im Dungeon. Vielleicht sogar das Skelett. Wäre das Skelett vielleicht sogar drin? Hallo, Mr. Skelett. Oh, Stufe 28. Das ist schon eine harte Nuss. Ah, jetzt. Den Hit überleben. Überleben, überleben. Jetzt, harten Hit. Oh yay, holy moly, holy boly, doly holy, ziemlich gut, ziemlich gut, das läuft, wie viel Gold wir bekommen, meine Fresse, der Gremlin, 4, oh, 34, oh, nein, der Gremlin wird nicht fallen, der Skelettkrieger, oh, der wird auch nicht fallen, glaube, der wird auch nicht fallen, oder 26, oh, der kann noch fallen, 26, der ist 26 nur. Ja, nein, oh, ein Epic-Gürtel, den möchte ich auf jeden Fall besitzen. Der Voodoo-Meister ist Level, oh, 30, wir haben aber mehr Int, der könnte fallen, wenn wir anfangen. Nein, ihr habt doch nicht so viele Pelze. Ihr habt nicht so viele Pelze. Einen mache ich noch. Einen noch, den wir uns auch anschauen komplett. Crit! Nein! Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Stufe 20 ist gerade jemand geworden. Und ich bin jetzt Stufe 28, habe mein Sammelalbum auf 34,88% erhöht, habe nur noch 64 Pilze, das ist natürlich ein bisschen schade, ich möchte gerne weiter daran und alles spielen, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur diese 125 Pilze, 122, 125 habe ich doch aufgeladen, oder? Täusche ich mich da gerade? Werde ich nur spielen oder werde ich noch weiter daran und alles spielen? Ich weiß es noch nicht, mal schauen, wie sich das so entwickelt noch auf diesem Server. Ich bin da mal gespannt, aber ich habe ja bislang, oder beziehungsweise ich habe schon 300 Alu-Chars, von daher den vierten noch, das wird ein bisschen kostspielig, von daher müssen wir mal schauen. Somit haben wir auf Server 28 uns ein bisschen umgeschaut. Stufe 28 bin ich. Die höchste ist 40 und kann bestimmt noch Happy Hour spielen mit 72%. 72% Sammelalbum. 72. Komm, ich habe irgendwie gerade Kopfschmerzen, das gefällt mir nicht. 72. 73, ach leck mich doch am Popo. Das gibt's ja gar nicht. Am Ende werden wir uns auf jeden Fall noch, oh yeah. Schöne App. Somit sind wir am Ende von diesem kurzen, schönen, kleinen Video von Server 28. Morgen geht's weiter. Server 28, kleiner Überblick. So läuft's, so geht's. So ist es am Start und wir sind total krank und alles läuft. Bis dahin. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich sage ciao, ich bin übrigens der Zuschauer. Tschüss.